Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Wir machen heute ein ganz Körper-Workout, vor allem so ein bisschen auf Cardio basiert. Also das heisst, es geht ein bisschen auf Pumpe. Bei uns ist jetzt morgen um 7:30 Uhr, nicht wahnsinnig früh, aber ihr seht, ich bin erst gerade aufgestanden. Und ich würde sagen, wir lassen gerade los. Wichtig für euch zu wissen ist, wir machen ein Pyramiden-Workout. Das heisst, wir haben 6 Übungen, die ich für euch vorbereitet habe. Wir machen jede von denen zuerst einmal, dann machen wir sie zweimal, dann machen wir sie dreimal, dann viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. Das könnte streng werden und das könnte ewig gehen. Ich habe keine Ahnung, aber wir starten doch einfach mal und dann finden wir es raus. So, also, weil ich in diesen Ferien nicht wahnsinnig viel an Bewegung kann oder nicht wahnsinnig viel Sport machen, so muss ich es eigentlich sagen, stelle ich jetzt hier meine Uhr ein, weil die sagt mir die ganze Zeit, dass ich mich bewegen soll. Und jetzt hat sie wenigstens das Gefühl, es läuft mal etwas. Also, von diesen 6 Übungen sind immer 2 eher Beinfokus, 2 eher Bauchfokus, 2 eher Armfokus. Einfach, dass ihr so ein bisschen, ja, wisst, dass wirklich alles gebraucht wird. Also, wir machen ja sowieso jede Übung jetzt zuerst einmal und dann sehen wir auch, wie sie funktioniert. Die erste Übung sieht folgendermaßen aus. Ich komme in einen Squat, mache dann einen Ausfallschritt, 2 Ausfallschritte, wieder zurück in einen Squat. Erste Übung. Zweite Übung, immer Bauch. Wir kommen links, rechts, drauf. Das zählt auch als eine Wiederholung. Dann haben wir mehr Armfokus, machen wir Burpees, aber wir machen hinten noch 2 Hampelmannen, also wir gehen auf und zu mit den Beinen. Das heisst, wir können 5, einmal, zweimal, führen und ruhen. Dann kommen wir wieder zu den Beinen, wir stehen hinter eine neue Matte, kommen tief, kommen so weit führen, wie ihr könnt, und tabeln dann zurück. Kommen wir wieder zum Bauch. Wenn möglich, kommen wir mit dem Oberkörper hoch. Die Beine sind in der Luft. Wenn ihr das nicht mögt, heben, Beine ablegen. Und von da aus 1, 2. Und die letzte Übung. Haben wir nochmal Armfokus. Ich komme in eine schöne Liegestützposition und komme jetzt zur Seite führen, zurück, andere Seite zurück. Okay, also, machen wir weiter mit 2 Wiederholungen, okay? Gut, kommen wir in den Squat und los. Das ist die erste und die zweite. Gut, wir kommen zum Bauch. Machen nicht lange Pause und 2. Wir kommen in die Burpees und los. Auf, zu. 1 und 2. Zu den Beinen. Kommen hinter an die Matte und führen, gerade rücken. Zurücktabeln, führen und zurück. Wir kommen zum Bauch. Oberkörper ein bisschen anheben. 1, 2. Und dann die letzte. Kommen die Tops zur Seite nach vorne. 1 und 2. Machen wir weiter. Kommen wir in den Squat. 3 Wiederholungen. Squat. Lunge, Lunge. Machen einfach euer Tempo. Gut. Wir kommen tief. Und los. 1, 2, 3. Und achtet euch mal drauf, wenn ich zwischen den Wiederholungen wechsle, weil das kann euch sehr viel Zeit ersparen. Gut, Burpees. Und los. 1. Viertel unten behalten. 2. Und 3. Dann kommen wir zu den Beinen.
und los. Bauch anspannen. Zurück. Ablegen, strecken, Oberkörper anheben. Eine. Zwei. Und drei. Arme. Hops. Wir kommen nach vorne. Gut. Gut möglich, dass ihr zum Beispiel die Hops oder auch andere Übungen, zum Beispiel in den Beinen merken. Aber das ist einfach, weil die Beine auch involviert sind. He? Gut. Ich hoffe, ihr müsst schon ein bisschen schnaufen. Oder liegt es einfach ein bisschen daran, weil ich so lange keinen Sport gemacht habe. Also macht weiter, ich will euch ja nicht aufhalten. Gell? Ihr könnt auch nichts dafür, dass ich so lange keinen Sport gemacht habe. Also, tief und go. Vier, hä? Eine. Zwei. Drei. Und vier. Wir kommen zum Bauch. Und los. Eine. Zwei. Drei. Vier. Burpees. Sehr gut. Und vier. Kommen Sie dabei. Froschbühne. Und los. Und dann letzte. Sehr gut. Kommen wir zum Bauch. Oberkörper hoch. Eine. Zwei. Drei. Und vier. Noch die letzten Hops. Und los. Also mein Puls, oh, seht ihr das überhaupt? Ist schon im orangen Bereich. 156. Das ist ein gutes Zeichen. Wir machen weiter. Wir kennen kein Pardon. Also. Und los. Tief. Eine. Zwei. Vier und fünf. Wir kommen zum Bauch. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Burpees. Was haben wir jetzt? Bein. Und los. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Gut. Hoch.
gefällt. Nein, das stimmt. Das stimmt. Ein. Zwei. Können wir dranbleiben? Drei. Vier. Fünf. Na, tops. Hier schliessen wir jetzt noch ab. Und los. Wie geht's euch? Oh mein Gott. Es ist echt warm hier. Ich glaube, für die letzten zwei Videos hatte ich einen Schattenplatz. Also, trinkt schnell etwas. Ich würde auch gerne. Aber meine Flasche ist gerade das Kamerastativ. Darum kann ich nicht. Also. Ich traue mich auch nicht zu sagen, wir sind in der Hälfte. Weil es wäre ein bisschen gelogen. Aber wir sind in der Hälfte von der Wiederholungszahl her, die wir zählen. Aber jetzt kommt natürlich der Hardport. He? Jetzt haben wir genau 10 Minuten gesendet, wenn mir der Schweiß nur so am Boden oben tropft. Aber, wie ja gesagt, es ist ein Cardio-Workout. Und genau nach dem fühlt es sich so. Wow. Okay, also. Fertig getrunken. Machen wir weiter. 6 Wiederholungen. He? Wir kommen dieser Sache immer näher. Gut. Kräfte. Ganze Körperströme. Und los. 1, 2, 3, 4, 5. Los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist eigentlich noch fast die angenehmste. Burpees. Schnell wechseln, geht wieder runter. 4, 5, 6. Froschgümpf. 4, 5 und 6. Wieder Bauch. Gut. Und los. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Na tops. Und los. Schnufe. Wir machen das gut. Wir sind schon im roten Bereich hinein. Höher geht es nicht mehr mit dem Puls. Oh, meine Güte. Aber wisst ihr etwas? Die Kamera spornt einem immer an. Weil ihr wisst ja,
Ich schneide eigentlich nie etwas raus. Also bei Workout-Videos sowieso nicht. Bei so Vlogs und so muss man halt. Aber ich schneide wirklich nichts, weil ich will, dass sie genau sehen, dass ich auch Mühe habe. Wie vor allem perfekt haben wir schon genug. Muss ich nicht auch noch etwas dazu beisteuern? Also, ich habe etwas getrunken. Oh. Oh. Schreibt mir in die Kommentare, was bis jetzt die Muskelgruppe ist, die ihr am meisten spürt. Ich persönlich Bein. Also. Sind wir ready? Was machen wir? Ah, Squats, genau. Okay. Und los, auf 7. Hm? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hoch. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir kommen zu den Burpees. Und los. 1, 2. Wir sind bereit, gell? Also, und los. 2, 3. Bauch anspannen, nicht vergessen. 4, 5, 6, 7. Oh, sorry. 10 Uhr nachher etwas. Aber erst, wenn wir die Runde fertig haben. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir noch Tops, hä? Und los. 4, 5, 6, 7. Wenn wir zwischen den Sätzen keine Pause haben, mal wenigstens am Schluss davon. Also schaut, das, was ich euch sagen will, ist, wenn ihr mein Kaliper-Video noch nicht gesehen habt, geht das schnell schauen, weil ich erzähle dort drin über meinen Körpertyp und das, was ihr jetzt gerade seht, ist genau das, was ich euch dort damit sagen wollte. Ich kann mich nicht über meine Grenzen pushen. Also das heisst, wenn es sich für mich unangenehm anfühlt, dann kann ich weh nicht das ignorieren und über das gehen, wo zum Beispiel andere Körpertypen mega die Fähigkeit haben, dass sie immer über ihre Grenzen gehen. Das heisst, wenn ein Trainer würde sagen, komm, du machst noch 3,
dann ziehen sie es voll durch. Und ich bin jemand, der einfach aufhört. Ich kann nicht, wenn sich es für mich nicht mehr gut anfühlt, und das hat nichts mit einem Schweinehund zu tun, sondern wenn sich es einfach nicht mehr gut anfühlt, ich kann nicht mehr. Ich muss aufhören. Und darum ist es möglich, dass es sich für jemanden von euch draußen viel einfacher anfühlt. Vielleicht habt ihr mehr Lungenvolumen, ein grösseres Herz, einen strengeren Grind als ich. Ich bin nicht das beste Vorbild für das. Wir gehen auf 8. He? Pause. 2. 3. Sonst kommen wir einfach nicht mehr so weit runter. 4. 5. 6. 7. Und 8. Gut. Ja, wir sind schon bei 8. Das nimmt das Ende. Oh. Auch da, wenn ihr nicht mehr aufkumpen mögt, könnt ihr einfach aufstehen. Aber macht weiter. 3. Nein. 8. Ich finde das fast der schlimmste Wechsel von Gumpen in Gumpen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ihr merkt alle euer Herz schlagen. Lassen wir uns nicht davon abhalten. He? Und los. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 7 8. Ich wollte rechnen. Wenn ich mich nicht täusche, machen wir hier pro Übung 150 Wiederholungen insgesamt, wenn wir das Workout fertig haben. Aber nein, es kann fast nicht sein. He? Du, ich rechne nachher nochmal. Also, und los. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hopps, ich glaube, es sind 55. Ich glaube, das mit diesen 150 war ein anderes Workout. Also, und los. 2, 3, 4, 5,
dann mal ein bisschen hückeln zu euch. Ai, ai, ai. Was ich jetzt hier mache, mit nüchternem Magen das Workout machen, würde ich euch nicht empfehlen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ihr so nie das von eurem Körper rausholen könnt, wie wenn er jetzt Energie zur Verfügung hat, die ihr anzapfen könnt. Ein bisschen schneller wie euer Depot. Und ich sehe es nur schon bei mir. Ich glaube, hätte ich gegessen, hätte ich noch ein bisschen mehr Pfupf. Und das ist sehr schade, weil es sind mega viele auch Kalorien, die ihr schlussendlich zusätzlich verbrennen könnt, wenn ihr mehr Energie habt, die ihr ins Workout geben könnt. Mal joggen am Morgen, 20-30 Minuten, ganz locker, wirklich im Regenerationsbereich, voll okay nüchtern. Mehr würde ich nicht nüchtern machen. Genau. Wir sind bei 9 Leute. So gut. Wir schaffen das. Oh. Schon 25 Minuten dran. 26, halb. Also komm, Laura. Aufhören schwätzen und einfach machen, oder? Einfach machen. Gar nicht überlegen. Also. Ich glaube an euch. Und ich bin stolz auf euch, dass ihr das rockt. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin auch stolz auf mich. Also. Und das darf man sein. Ihr auch. Und los. 9, hä? 1, 2, 3, 4. Oh, was mache ich? 5. Scheiße, sorry. 6, 7, 8, 9. So, ich hoffe, ich habe nicht zu fest beschissen. Ich habe euch ein bisschen rausgebracht. Kommen die Burpees. Wer hat am Anfang gedacht, dass das so schlimm wird? Oh. Und los. 5. Probieren zu schnaufen. 6. 7. 8. 9. Für die nächste, wenn ihr merkt, ihr könnt den Bauch nicht mehr schön aktivieren, kumpelt nicht so tief. Weil es bringt nichts, wenn es euch so zusammenklappt. He? Sorry wegen der Pausen. Ich habe ein Mallorca-Feeling. Morgen früh ist es sau heiß. Also. Wir haben übrigens noch Platz frei für Mallorca. Für alle, was ich jetzt gerade angesprochen fühle. Also. Und los. Yes.
2. Hoch. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, die verfluchten Hops. Einfach ruhig schnaufen. Ich stelle mir einfach vor, es schaut mich niemand an dabei. Scheiße. Ich glaube, es nimmt euch nachher Wunder, wie viel das wir verbrannt haben. Ich sage es euch nachher, ist gut. Genau, die letzte. Zehn Wiederholungen. Freut ihr euch? Ja? Ja, ich auch. Scheiße. Oh mein Gott. Irgendwann werde ich alt sein, habe Kind und denke, komm, ich mache wieder mal ein Video von früher. Und ich denke, du bist doch ein Schuss ab. Also Laura, schon dein frühere Ich sagt, das ist schon tough. Also. Hey, wir müssen noch 6-mal 10 Wiederholungen machen. Und denkt euch, die Bauchübungen sind relativ easy. Also 4-mal müssen wir 10-mal noch ein bisschen den Kopf abschalten. Besser abschalten als einschalten. Also, sind wir ready? Squats mit Ausfallschritt. Das Mal mache ich kein Durcheinander, versprochen. Und los. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry. Mach einfach weiter. Die ist schlimm. Wir gehen zum Bauch. Gut. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We're going to burpees. Es sind nur noch 40 Wiederholungen. Schauen wir es so an. Also. Und mach es ein bisschen langsamer. Dafür machen wir alle mit. Kommt. Wenn es nicht mehr geht, hinten nur noch einmal auseinander. Vorne nur noch aufstehen. 3.
noch die letzte. Gut. Wow, ciao, Bert, bist du? Nein, bye. Letztes ist nicht schön gewesen. Nicht liegen, nicht liegen, nicht liegen. Oh mein Gott. Puh. Hey, noch 20 Wiederholungen. Machen wir mit links. Hey, nein. Ich glaube, meine Uhr sagt, ich soll langsam ein bisschen aufhören. Also, und los. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die letzte. Leute, könnt ihr es glauben? Die wird noch mal tough. Aber zusammen schaffen wir es. Also. Und los. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schau die Aussicht, die ich da habe. Ich habe gar nicht gezeigt. Oh mein Gott. Ich muss etwas trinken. Wie geht's euch? Ich bin so stolz auf uns. 40 Minuten. Ich habe noch etwas geschwätzt. Heiliger Weg. Gut da, oder? Nein. Ich hoffe, es ist gut da. Seht ihr da hinten? Die Läden sind immer noch drinnen. Das heisst, Janik ist sowas vom friedlich am Schlafen und hat keine Ahnung, was wir da gerade geleistet haben. Das hättet ihr können sein. Noch im Bettchen am Füßeln. Oder auf dem Sofa hängen, aber ihr seid es nicht, weil ich mache Workouts. So schön. Zu der entscheidenden Frage. Also schauen, wir haben genau 40 Minuten gehabt. Und wir haben in diesen 40 Minuten, das müsst ihr euch mal schnell geben, 324 Kalorien verbrennt. Seht ihr es? Ich weiss es nicht. 24 ist eine meiner Lieblingszahlen. 24 und 11. Auf Stunden gerechnet ist das echt viel. Heiliger Weg, du. Sehr schön.
Haben wir super gemacht. Also komm, hör auf schwätzen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich glaube, ich kann nicht so als Buffet, das heisst, ich muss schnell duschen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, was auch immer, und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video zuschaut. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt unbedingt das Like da unten. Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!